Willkommen zur 21. Vorlesung Grammatik. Wir fangen heute mit Topos Theria an, was auch das Thema sein wird, was wir bis zum Ende der Vorlesung durchziehen werden. Worauf wollen wir damit hinaus? Wir wollen zum Beispiel kennenlernen, inwieweit Topoi verallgemeinerte Räume sind. Wir wollen wie man mit Topoi vorgeben kann, dass jeder reduzierte Ring ein Körper ist. Wir wollen hinaus, wie man mit Topoi vorgeben kann, dass jede Garbe von Ringen einfach nur ein einzelner Ring ist. Wir wollen darauf hinaus, wie man zeigen kann, dass die Kontinuumshypothese unabhängig ist von den sonstigen Mengenlehre-Axiomen. Auf all solche Sachen wollen wir hinaus. Grundsätzlich so, es gibt ca. 5-6 Sichtweisen auf Topoi. Deswegen heißt die Standardreferenz für Topos-Theorie auch der Elefant. Weil ihr sicherlich dieses Sinnbild kennt, von, dass es sich mit den Religionen genauso verhält wie mit so blinden Leuten, die einen Elefant berühren. Manche berühren irgendwie einen Rüssel und manche berühren andere Teile. Und jeder hat so seine Sicht auf Gott oder so. Und in Wahrheit, aber es ist ein Elefant, an den alle Völker glauben, irgendwie so. Ja? Und genauso ist es mit Topos-Theorie auch. Die hat halt 6-7 Aspekte. Und alle Aspekte sind aber Schatten von einem verallgemeinerten Konzept, nämlich dem von Topoi. 2 Aspekte sind hier aufgeführt. Und beide werden wir recht gut kennenlernen. Zum einen kann man sich ein Topos vorstellen als eine verallgemeinerte Art von Raum. So wie ein metrischer Raum oder ein topologischer Raum, nur halt noch allgemeiner, ja, noch flexibler. Und andererseits kann man sich Topoi auch vorstellen als mathematische Universen, in denen man Mathematik betreibt, in denen man all das machen könnte, was man sonst auch gemacht hat. Beide Sichtweisen sind sehr wertvoll, man wechselt auch gerne zwischen Sichtweisen und wir werden das kennenlernen. Und was wir zunächst machen werden, ist, wir werden die linke Sichtweise ein bisschen uns erarbeiten, Topoi als verallgemeinerte Räume. Und da stellt es sich heraus, dass es nochmal ein Konzept vor Topoi gibt, was ganz, ganz viele der interessanten neuen Aspekte schon aufzeigt, aber kategoriell noch viel, viel leichter in der Behandlung ist. Und das sind die Örtlichkeiten und die machen wir zuerst. Auf Englisch Locales, auf Deutsch Örtlichkeiten, einfach deswegen, weil Marco und ich das so nennen. Und es nicht viele Leute gibt, die das auch noch auf Deutsch machen. Ich habe genau einen Foliensatz online gefunden vor 2 Jahren, als ich zuletzt geschaut habe, wo auch der Begriff lokal verwendet wurde im Deutschen als Übersetzung von Örtlichkeit. Und den finde ich eigentlich auch nicht ganz schlecht, weil der Begriff lokal, der klingt doch so ein bisschen algebraisch, ja, so wie Monoid oder sowas, ja. Und das ist eine gute Idee, die man immer im Hinterkopf behalten kann. Örtlichkeiten sind Verallgemeinerungen von Räumen, die sich irgendwie ein bisschen algebraischer anfühlen als normal. Jedenfalls Örtlichkeiten. Ich sage euch, warum man Örtlichkeiten will, auf welche Fragen Örtlichkeiten eine Antwort sind. Also gesucht war, bevor man die Theorie der Örtlichkeiten eingeführt hat, war ein Konzept von Raum, mit Anforderungen wie folgenden. Erstens, es soll ähnlich sein zum normalen Konzept von einem topologischen Raum. Ja? Soll ähnlich zu topologischen Räumen sein. Denn es gibt ja schon eine wunderbar ausgearbeitete Theorie von topologischen Räumen, die ist auch cool. Und wir wollen uns nicht zu weit davon entfernen. Insbesondere soll jeder topologische Raum ein Beispiel induzieren für eine Örtlichkeit. Ja? Okay, aber dann ein paar Sachen. Jetzt kommen nur noch Sachen, die die topologischen Räume nicht gut können. Ja? Und Örtlichkeiten sollen die dann eben schon gut können. Eine Sache ist, soll konstruktiv gut funktionieren. Es ist so, viele Sachen mit topologischen Räumen gehen konstruktiv wunderbar durch, aber es gibt auch ein paar Sachen, die konstruktiv nicht so gut funktionieren. Beispiel, wenn man zeigen will, dass ein beliebiges Produkt von kompakten Räumen wieder kompakt ist. Das ist der Satz von Tychonoff. Dafür braucht man das Auswahlaxiom. Man kann auch zeigen, dass man das Auswahlaxiom dafür braucht. Das heißt, wenn Tychonoff impliziert wiederum das Auswahlaxiom. Funktioniert also nicht gut konstruktiv. Anderes Beispiel. Ihr wollt die Gelfand-Neimark-Korrespondenz zeigen, welche besagt, dass
es eine Kategorienäquivalenz gibt zwischen der Kategorie der kompakten Hausdorffräume und der Kategorie der kommutativen Zisternalgebren mit 1. Der Beweis ist in großen Teilen völlig konstruktiv. Nur an einer Stelle braucht ihr plötzlich das Thornsche Lemma, um nachweisen zu können, dass ein gewisser topologischer Raum, den ihr konstruiert habt, Spektrum von der Zisternalgebra, genügend viele Punkte besitzt. Aber all die anderen Teile sind konstruktiv. Es ist nur irgendwie dieser eine Haken. Und es wäre wünschenswert, das Konzept von Raum so zu verändern, dass der Hauptteil des Beweises bei dieser Gelfand-Neimar-Korrespondenz, der sowieso konstruktiv ist, weiterhin Anwendung findet. Und dass diese eine Stelle, die man konstruktiv nicht hinkriegt, dass man die auch plötzlich gar nicht mehr hinkriegen muss. Dass dieser zu zeigen Punkt einfach wegfällt. Es geht mit Örtlichkeiten. Man kann auch sagen, ich bin hart uninteressiert an Konstruktivität. Dann ist der nächste Punkt interessant. Soll intern gut funktionieren. Das drückt etwas aus, was wir später noch ganz, ganz präzise verstehen werden. Grob gesagt ist dieser Wunsch hier der Wunsch, dass ich mit Bündeln von Räumen genauso arbeiten kann wie mit einem einzelnen Raum. Ich möchte, dass ich alles immer auch faserweise automatisch machen kann, irgendwie so. Ja? Das funktioniert mit topologischen Räumen, egal wie viel Auswahlaxiom ich dazu nehme, einfach nicht und mit Örtlichkeiten schon. Die präzise Aussage hier ist für später, dann könnt ihr zu dem Punkt zurückkommen, dass die Kategorie der Örtlichkeiten, Locales, über irgendeiner Basisörtlichkeit X, die soll kanonisch äquivalent sein zur Kategorie der Örtlichkeiten in dem Topos der Gaben über X. Das ist eine Möglichkeit, das zu präzisieren. Und dieselbe Frage könnte ich auch stellen, für topologische Räume. Ich könnte mich da, was auch immer das genau bedeutet, aber ich kann die Frage umformulieren für topologische Räume, kann mich dann fragen, gibt es da auch die Sequenz? Und da lautet die Antwort einfach, nein, Sequenz gibt es da nicht. Ja, unabhängig von konstruktiven Überlegungen. Das ist also ein Punkt. Soll flexibler als das Konzept von topologischen Räumen sein. Also, wenn man das Konzept von topologischen Raum vergleicht mit dem Konzept von R hoch N, dann sind topologische Räume schon wahnsinnig flexibel. Ja? Ganz, ganz viele Sachen, die wir anschaulich als Räume empfinden, lassen sich in das Konzept von topologischen Raum reinbiegen. Aber wir brauchen es noch ein bisschen flexibler. Zum Beispiel werden wir Anwendung finden für Örtlichkeiten, die keinen einzigen Punkt haben, aber trotzdem interessant sind, trotzdem nicht irgendwie die leere Örtlichkeit sind. So was gibt es bei topologischen Räumen nicht. Wenn ein topologischer Raum keine Punkte hat, dann ist halt der leere topologische Raum und mehr gibt es nichts mehr zu sagen zu ihm. Es soll irgendwie algebraischer sein. Das drückt jetzt nicht irgendwie eine Vorliebe aus, irgendwie dass Algebra geiler wäre als Geometrie oder irgendwas, überhaupt nicht. Das heißt einfach nur, ich möchte irgendwie eher Rechnungen mit solchen Örtlichkeiten anstellen können. Ja? Das geht eben bei Örtlichkeiten. Also eine Örtlichkeit ist viel näher an sowas wie einem Ring oder einer Gruppe oder einem Körper, so eine Sache mit Axiomen, sodass Gleichungen gelten, oder so Operationen, sodass Gleichungen gelten, als ein topologischer Raum. Das habt ihr auch alle für euch selbst festgestellt, als ihr das erste Mal in eurem Leben topologische Räume kennengelernt habt. Ihr hattet da schon Gruppen, Monoide und alles Mögliche und dann kommt topologischer Raum und das fühlt sich irgendwie ganz anders an, das Konzept. Plötzlich ist eine Menge mit einer Ansammlung von Teilmengen, sodass das ist eine andere Art von Definition. Örtlichkeiten sind wieder eher das, was man sonst so kennt. Okay, und letzte Sache. Wir wollen bessere Eigenschaften haben. Zum Beispiel, das Produkt von parakompakten topologischen Räumen ist nicht wieder parakompakt, aber das Produkt von parakompakten Örtlichkeiten ist wieder parakompakt. Oder was zum Beispiel wünschenswert wäre, für jemanden, der so mit Modulräumen hantiert, wäre, dass der Schnitt von zwei dichten Teilmengen wieder dicht ist. Das ist hart falsch im normalen Setting. Stellt euch die reelle Zahlen gerade vor und da drin folgende jeweils dichte Teilmengen, einmal Q und einmal R ohne Q.
Beide sind dicht, aber der Schnitt von den beiden ist die leere Menge, ist nicht mehr dicht. Ja, bei Örtlichkeiten stellt es sich dann heraus, das ist einfach ein Resultat, dass der Schnitt von dichten Unterörtlichkeiten wieder eine dichte Unterörtlichkeit ist. Okay, dann lasst uns mal schauen, was also die Lösung dazu zu diesen Fragen ist. Das Örtlichkeitskonzept. Dann lasst uns mal schauen, was die Definition von Örtlichkeit ist. Und dazu müssen wir zunächst definieren, was ein Rahmen ist, Englisch Frame. Ein Rahmen, Frame, ist eine Partialordnung als L bezeichnet, L für Lattice, Verband, ist eine Partialordnung L, sodass gewisse Axiome erfüllt sind. Die ich gleich hinschreiben werde. Ich will nur direkt davor, dass das eines der motivierenden Beispiele machen, damit man dann den Axiomen besser folgen kann. Und vorher will ich noch mal ganz kurz daran erinnern, was mal eine Partialordnung war. Eine Partialordnung war eine Menge von Sachen zusammen mit einer Relation kleiner gleich, die man also als kleiner gleich schreibt, welche reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist. Das ist eine Partialordnung. Ja, zum Beispiel die Menge der Pokémon ist eine Partialordnung, wenn man sagt, x klein gleich y, genau dann, wenn x sich entwickeln kann zu y. Okay, ein Rahmen ist eine Partialordnung mit folgenden Axiomen. Und Beispiel. Sei x ein topologischer Raum im üblichen Sinne, dann gibt x Anlass zu einem Rahmen, nämlich indem man sich die Partialordnung OUV von x der offenen Teilmengen von x anschaut. Mit der ganz normalen Teilmengenrelation ist das ein Rahmen. Und da bekommt einen besonderen Namen, weil der so wichtig ist. Der Rahmen von oder zu x. Beim Übergang von einem topologischen Raum zum gezügigen Rahmen haben wir uns also nur noch gemerkt, welche offenen Mengen es gibt. Welche Punkte der Raum besaß, diese Information ist dagegen aber verloren gegangen. Und das ist generell auch die eine motivierende Idee, die dann alle Definitionen zufolge hat. Bei einem topologischen Raum sind die Punkte fundamental und dann definiert man, welche Ansammlungen von Punkten als offen gelten. Bei Örtlichkeiten und jetzt definieren wir halt erstmal Rahmen, das seht ihr gleich im Zusammenhang. Bei Rahmen ist es so, dass fundamental nicht die Punkte sind, sondern die offenen Dinge, die Ansammlung von Sachen, die wir offen nennen. Nur müssen die Elemente von dieser Partialordnung, anders als hier, müssen die nicht unbedingt Teilmengen von Punkten sein. Das können auch einfach andere Sachen sein. Das können eben zum Beispiel Pokémon sein. Also anstatt dass Punkte das Wesentliche sind, das, was einen Raum ausmacht, und dann kommen noch die offenen Mengen dazu, sind die offenen Teile das, was eine Örtlichkeit ausmachen. Und dann werden wir gleich definieren, was ein Punkt von der Örtlichkeit ist. Und viele wichtige Örtlichkeiten werden viele bekannte Punkte haben. Aber die Punkte machen eine Örtlichkeit nicht aus, sondern die offenen Teile machen eine Örtlichkeit aus. Das wird hier der Punkt sein. Okay, was sind jetzt die Axiome, die hier gelten sollen? Zwei Stück, nämlich ja, oder lasst es als 3 schreiben. L enthält ein größtes Element. Das schreibt man dann immer als Top. Was heißt größt? Es gibt ja auch das Wort maximal.
Größt heißt für jedes Teil aus L ist U kleiner gleich wie top. Ich schreibe die Elemente von so einem Rahmen oftmals mit genau denselben Buchstaben, wie ich offene Teilmengen nennen würde, nur klein geschrieben. Das hat, also warum mache ich das? Zum einen, weil ich daran erinnern möchte, dass es schon sein könnte, dass die Elemente von L offene Mengen sind. In dem Beispiel ist das zum Beispiel so. Aber andererseits schreibe ich es klein, weil Ringelemente oder Körperelemente oder sowas schreibt man auch immer klein. Ja? Und groß schreibt man ja eher Mengen. Aber ich will nicht unterstellen, dass die U's, die in L drin liegen, Mengen sind. Also L enthält ein größtes Element. Dann zu je zwei Elementen U und V aus L existiert das Miet U Wedge V. Was heißt Miet? Das heißt, soll die entsprechende Übersetzung von Schnitt sein. Das soll das Infimum von beiden Sachen U und V sein. Also die Definition davon ist, erstens, dieses U-Wedge-V soll kleiner gleich wie U sein, kleiner gleich im Sinne der Partiellordnung. Es soll auch kleiner gleich wie V sein. Und jetzt soll es optimal mit dieser Eigenschaft sein. Also für alle Zs aus L, die auch kleiner gleich wie U sind und kleiner gleich wie V sind, soll gelten, dieses andere Z, das ist kleiner gleich wie U Wedge V. U Miet V. Ja, ich habe da eine Frage jetzt zwischendurch. Bitte sehr. Also das schaut irgendwie so aus wie Poset. Ja. Und L, also dieses T ist wie so ein terminales Objekt. Ja. Und dieses U V Miet klingt von ja. Aus dem Produkt. Ja, richtig, sehr gut. Genauso würde ich das formulieren, wenn ich heute mit weniger Sorge aufgewacht wäre, wie viel Kategorientheorie-Vorwissen ich hier voraussetzen darf. Ich schreibe das hin, weil man sich dann auch viel besser merken kann, zumindest wenn man damit vertraut ist. Man weiß oder muss halt irgendwann in seinem Leben noch lernen, dass man aus jeder Partialordnung auch eine Kategorie machen kann. Die nenne ich wieder gleich. Und dann kann ich den ersten Punkt einfach umformulieren als L besitzt ein terminales Objekt. Und das zweite kann ich dann umschreiben als L besitzt binäre Produkte. Und die ersten beiden Dinge gemeinsam kann ich auch umschreiben zu L ist endlich vollständig. L enthält jeden endlichen Limes. Okay, auf jeden Fall das. Und jetzt kommt noch eine dritte Sache. Wenn man so unbedarft an die Sache rangeht, würde man vielleicht denken, dass ich jetzt als nächstes schreibe, dass zu jedem U und V auch ein Join existiert. Das wäre das Supremum von U und V, genauso nur dual formuliert. Aber das mache ich nicht, ich schreibe was viel Stärkeres hin. Nämlich, dass jede Menge, jede beliebige Teilmenge von Elementen ein Join hat. Zu jeder Menge M, zu jeder Teilmenge M, existiert das oder der Join, keine Ahnung, Join jedenfalls, so geschrieben, von M. Und was ist das wiederum? Das soll jetzt das Supremum von all den Elementen aus M sein. Das bedeutet, U ist kleiner gleich dieses Backslash Big V M für alle U aus M. Und es soll optimal mit dieser Eigenschaft sein. Das heißt, für alle Z aus L, für die ebenfalls gilt, für alle U aus M ist U kleiner gleich wie Z. Also für alle oberen Schranken von M soll das Join kleiner gleich sein wie diese andere obere Schranke. Ja? Soll das da kleiner gleich sein? Wie Z. So, und das war die Definition. Wir sehen, dass die in dem Beispiel
erfüllt es, das Miet von zwei Teilmengen ist der ihr Schnitt und das Join von einer ganzen Menge von offenen Teilmengen ist die Vereinigung über all die Teilmengen, die in M drin sind. Gibt es irgendeinen Grund, warum man nicht fordert, dass L ein kleinstes Element hat? Ja, gute Frage. Gibt es einen Grund, warum man nicht fordert, dass L ein kleinstes Element hat? Gibt es. Zum einen, das folgt aus diesen Sachen. Das schreibe ich gleich hin. Und zum anderen, man möchte nicht darauf die Betonung setzen. Weil wenn wir gleich definieren werden, was ein Morphismus von Rahmen ist, da werden wir nur fordern, dass das größte Element bewahrt wird und endliche Meets und diese beliebigen Joints, aber nicht auch das kleinste Element oder beliebige Meets. Ja. Ja, vielen Dank. Genau. Das heißt, L besitzt kleine Koprodukte. Klein, weil wir hier nur für jede Teilmenge und nicht für jede Teilklasse oder so das gemacht haben. Hätte auch Schwierigkeiten überhaupt zu formulieren, dass wir jede Teilklasse im S existieren sollen. Ist aber auch recht egal, weil wir fordern, setzen L als Menge voraus und in Mengenlehren, wo ich überhaupt folgende Aussage formulieren kann, stimmt sie dann meistens. Teilklassen von Mengen sind wieder Mengen. Bemerkung. Jeder Rahmen enthält sogar kleine Meets. Also wenn wir eine Menge groß M von lauter Elementen aus L haben und wir wollen der ihr Infimum bauen, dann können wir das. Übungsaufgabe zeigt, dass das stimmt, was ich jetzt hier mache. Nämlich das Infimum von einer Menge kann man doch auch in der Analysis zum Beispiel definieren als die größte untere Schranke. Also als den Join über all diejenigen Elemente aus L, welche untere Schranken sind. Ich schreibe das mal als z kleiner gleich groß m. Was ich damit meine ist, für alle U aus M soll Z kleiner gleich U sein. Im topologischen Raumsetting wäre das einfach das Innere vom Schnitt, oder? Genau, richtig. Eine Zeile, jetzt schreibe ich dazu noch. Beispiel in U X für X topologischer Raum ist das da das Innere vom Schnitt über die Sachen aus M. Ganz genau. Also jeder Rahmen enthält sogar kleine Meets. Er enthält auch ein, das können gut drei Bemerkungen sein. Er enthält auch ein kleinstes Element. Das ist tatsächlich weniger spannend als die obere Sache, die ich hingeschrieben habe. Jeder Rahmen enthält ein kleinstes Element. Das wird dann immer Bottom geschrieben. Und wie können wir das kriegen? Naja, Bottom soll das Supremum sein über die leere Menge. Schaut schnell, was würde kleinstes dann heißen? Das heißt dann, dass für jedes Element Bottom kleiner gleich ist wie U. Und prüft das schnell, dass das mit unserer Definition, was das Join erfüllen soll, auch gut geht. Also wenn wir jetzt Join über die leere Menge machen, warum ist das wirklich ein kleinstes Element? Was wissen wir darüber? Wir wissen, zum einen für alle Elemente der leeren Menge gilt, dass das entsprechende Element der leeren Menge kleiner gleich wie Bottom ist. Völlig leere Aussage, weil es gibt ja keine Elemente der leeren Menge. Interessant ist das da.
Also für jedes Element z auf der rechten Tafel u genannt, lass das z nennen, dann ist es weniger komisch. Also für jedes Element z aus L gilt nämlich Folgendes. Wenn z gar nichts Bestimmtes beherrscht, weil nur für alle u aus der leeren Menge irgendwas gelten soll, ja, dann ist Bottom kleiner gleich wie z. Bottom so, wie es definiert ist. Also das funktioniert. Okay, und noch was gilt, nämlich jeder Rahmen enthält Hating-Implikationen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, für alle U und V aus L gibt es ein Element, was wir so schreiben, U Pfeil V in L, ist nur eine Schreibweise. Und was kann dieses Element? Das kann Folgendes. Für alle Zs aus L gilt folgende Beziehung. Ich habe leider das falsche T-Shirt an und Xaver und Tim auch. Schade. Das da. Das ist genau das Covering, ne, von Tim Xavs und meinem T-Shirt. Ja. Überlegt euch das, wenn ihr darauf Lust habt, überlegt euch das, was das in U von X wäre. Und überlegt euch auch, warum das stimmt, dass es immer diese Hating-Implikationen gibt. Tipp, man muss die Implikation auch wieder einführen als riesigen Join über eine gewisse Menge von Kandidaten. Ja? Okay, das jedenfalls sind Rahmen. Ja? Es gibt zwei Hauptbezugsquellen für Rahmen. Erstens topologische Räume. Drei Hauptbezugsquellen. Erstens topologische Räume. Zweitens geometrische Theorien. Und drittens kann man zu Unterörtlichkeiten übergehen, was dann Quotientenrahmen sein werden. Das mit dem zweiten Punkt, geometrische Theorien, wird gleich nochmal genauer gemacht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine der wesentlichen Fähigkeiten, die Örtlichkeiten abgrenzen von topologischen Räumen. Es ist nämlich so, zu jeder geometrischen Theorie, also zu jeder Theorie, wo all die Axiome nur geometrische Formeln sind, gibt es einen Raum, keinen topologischen Raum, aber eine Örtlichkeit, die diese Theorie verkörpert. In dem Sinne, dass die Formeln der Theorie offene Teile des Raumes werden. Und so, dass die Punkte des Raumes genau die Modelle der Theorie werden. Ganz, ganz wichtige Sache, werden wir uns ausführlich Zeit lassen für. Okay, das sind jedenfalls Rahmen. Und jetzt müssen wir natürlich noch, um Grothendieck zu folgen, müssen wir noch Morphismen von Rahmen definieren. Ein Morphismus von Rahmen F von L nach, keine Ahnung, L' von Rahmen ist eine monotone, monoton meint schwach, monoton steigend, ist eine monotone Abbildung f von L nach L, die endliche Meets und kleine Joints bewahrt. Also der Fall, der endliche Fall kocht sich auf den leeren und den binären Fall zurück. Also f von top muss top sein. F von U Wedge V muss F von U Wedge F von V sein. Und F vom Supremum über eine Menge M muss das Supremum sein. Über was? Über
die Bildmenge f von m. So, warum ist das jetzt ein gutes Konzept? Naja, zum einen deswegen, weil ich es abgeleitet habe direkt aus der Definition. Ich habe nämlich zu jedem Substantiv, dessen Existenz hier quasi gefordert wurde, habe ich hingeschrieben, dass das entsprechende Ding bewahrt werden soll. Partialordnung lebt durch ihr kleiner gleich und das soll eine monotone Abbildung sein. Bewahrt also kleiner gleich. Und dann habe ich halt drei Sachen gefordert, die Existenz von drei Sachen, und die werden hier bewahrt. Ja. Ein anderer Grund ist, dass stetige Abbildungen zwischen topologischen Räumen Anlass geben zu Morphismen von den zugehörigen Rahmen. Sei f von x nach y stetig. Eine stetige Abbildung zwischen ganz normalen Räumen. Dann ist die Abbildung so und so ein Rahmenhomo, ein Rahmenmorphismus. So, die geht von den offenen Teilmengen von y in die offenen Teilmengen von x und schickt eine offene Teilmenge v von y auf ihr Urbild. Das da ist ein Rahmenhomo. Beobachtet, das ist kein Schreibfehler, sondern eine wichtige Qualität der ganzen Geschichte, dass sich hier die Reihenfolge der beiden Räume geändert hat im Vergleich zu, wie es bei stetigen Abbildungen ist. Die Abbildung ging von x nach y und der Rahmenhomo geht jetzt in die andere Richtung. Kurzer Check, dass das wirklich ein Rahmenmorphismus ist. Ja, das ist monoton. Ja, es erhält endliche Schnitte. Ja, es erhält beliebige Vereinigungen. Wenn ihr euch an euer allererstes LA1-Übungsblatt zurückerinnert, da macht man immer diese Art Übungsaufgabe, wisst ihr, dass diese Abbildung nicht nur endliche Schnitte bewahren würde, sondern auch beliebige Schnitte. Ja? Also ihr wüsstet, f hoch minus 1 vom Schnitt über ganz viele Mengen ist dasselbe wie das da. Das tut aber hier nichts zur Sache. Also man könnte denken, ist es dann nicht so, dass die Rahmenmorphismen automatisch vielleicht auch beliebige Miets bewahren? Aber dem ist nicht so, denn es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass das Miet über eine Menge m der ihr Schnitt ist. Das wird tatsächlich in den wenigsten Fällen der Fall sein, weil ja der Schnitt von offenen Mengen nicht unbedingt wieder offen ist. Okay, und diese Urbildoperation, die vertauscht halt nicht mit der Operation des inneren Kerns nehmen. Also im Allgemeinen ist es tatsächlich nur so, dass dieses Ding hier endliche Schnitte und beliebige Joints, also endliche Miets und beliebige Joints bewahrt. Denn endliche Miets sind endliche Schnitte und beliebige Joints sind beliebige Vereinigungen. Aber es ist nicht so, dass dieser Rahmenhomo hier auch beliebige Miets bewahren würde. Das wären nämlich innere Kerne von Schnitten. Wenn man das erste Mal in dieses Gebiet kommt, könnte man sagen, ist ein bisschen komisch, dass das hier vertauscht ist. Lass doch nochmal ein besseres Beispiel geben. Eins, wo es nicht vertauscht ist. Da würde man also denken an folgendes Beispiel. An die Abbildung, die offenen Mengen von x abbildet auf die offenen Teilmengen von y, nämlich eine offene Teilmenge u, wird geschickt auf, und jetzt fällt mir nichts Besseres ein, als f von u, als das Bild. Problem ist nur, dass das meistens nicht mehr offen ist. Es gibt ein extra Adjektiv für stetige Abbildungen, bei denen es schon der Fall ist, dass das wieder offen ist. Das sind die sogenannten offenen Abbildungen. Dann könnte man sagen, okay, wenn das nicht wieder offen ist, dann mache ich halt folgenden Lifehack. Ich nehme halt den inneren Kern von dem Ding. Jetzt ist es zumindest mal wieder eine wohldefinierte Abbildung von dort nach dort und monoton ist sie auch. Aber, Übungsaufgabe, sie wird nicht all diese drei Kriterien erfüllen im Allgemeinen. Das heißt, das einzige Beispiel, was ich wirklich hinschreiben kann, was irgendwie von einer stetigen Abbildung induziert wird, ist dieses. Und definitiv nicht das da oben. Okay, dann kann ich euch jetzt definieren, was eine Örtlichkeit ist. Dazu brauchen wir gar nicht mehr irgendwie eine neue, lange Definition mit ganz vielen Axiomen, die erfüllt sein müssen, sondern wir brauchen nur einen Taschenspielertrick. Eine Örtlichkeit
ist gegeben durch einen Rahmen. Damit will ich sagen, eine Örtlichkeit ist genau dasselbe wie ein Rahmen, aber ich behandle sie anders, was die Definition der Morphismenrichtung angeht. Ein Morphismus, und die so eine Örtlichkeit nenne ich auch gerne X, so wie bei einem so wie ich topologische Räume auch gerne X nenne. Und den Rahmen zu einer Örtlichkeit nenne ich auch gerne OUV von X. Ich will aber nicht andeuten, dass X eine Menge von Punkten sein muss oder so. Ja? X ist nur ein Symbol, und immer wenn ich ihm so ein Symbol für eine Örtlichkeit zur Verfügung habe, dann habe ich auch einen Rahmen OUV von X zur Verfügung. Der muss nicht unbedingt der Rahmen von einem echten topologischen Raum sein. Es kann irgendein Rahmen sein. Okay, und ein Morphismus F von Örtlichkeiten ist per Definition ein Morphismus, den ich gerne F hoch minus 1 nennen werde, vom Rahmen zu Y zum Rahmen von X. Wenn ihr es ein bisschen kürzer und knapper haben wollt, können wir auch Folgendes sagen. Die Kategorie der Örtlichkeiten, locales, ist einfach die duale Kategorie der Kategorie der Rahmen. Okay, und warum ist das so komisch jetzt gemacht mit dieser umgedrehten Reihenfolge? Naja, damit es wieder wunderbar zu unserer topologischen, geometrischen Anschauung passt. Ist f von x nach y ein Morphismus von, ist das da eine stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen? Ganz normal. So gibt es einen induzierten Morphismus ich überlege nur gerade, wie wir den dann nennen wollen, von Örtlichkeiten. Lasst ihn doch von L von X, mal schauen, wie sehr wir das bereuen werden. Aber lass es mal von L von X nach L von Y gehen. Oder lass die so nennen. Was ist da bei L von X? Das ist eine gewisse Örtlichkeit. Das folgt jetzt also das erste Beispiel für eine Örtlichkeit. Örtlichkeit. Wie gebe ich eine Örtlichkeit an? Na gut, indem ich einen bestimmten Rahmen angebe. Und der Rahmen soll genau OUV von X sein, die Menge der offenen Teilmengen vom topologischen Raum X. Dieses Beispiel ist also nur das Beispiel von dort nochmal wiederholt. Denn welcher Morphismus von Örtlichkeiten soll das sein? Was ist nochmal ein Morphismus von Örtlichkeit, von der Örtlichkeit in die Örtlichkeit? Das ist ein Morphismus von Rahmen in die andere Richtung. Welcher Morphismus von Rahmen soll das sein? Der von der anderen Tafel. Das heißt, auf diese Weise haben wir ein Funktor von der Kategorie der topologischen Räume in die Kategorie der Örtlichkeiten. Der Funktor heißt groß L. Und dieser Funktor ist ein ganz normaler kovarianter Funktor. Der dreht nicht Pfeilrichtung um, weil das Umdrehen der Pfeilrichtung schon eingebaut ist in die Definition. Wenn ihr euch schon ein bisschen mit algebraischer Geometrie oder auch einfach mit der Welt beschäftigt habt, dann erwartet ihr das auch, weil ihr wisst, Algebra und Geometrie sind nicht dasselbe, sondern die sind zueinander dual. Ja, irgendwie die Pfeilrichtung in Algebra ist immer andersrum wie in der Geometrie. Ein Ringhomo von A nach B induziert einen Morphismus von Schemata von Speck B nach Speck A andersrum. Und um dem Rechnung zu tragen, ist die Definition so gemacht, wie sie eben gemacht ist. So, was wir jetzt definieren wollen, ist, was der Punkt von der Örtlichkeit ist. Beobachtet, die Definition vom Punkt kam jetzt also viel, viel später, weil ein Punkt nichts Fundamentales von der Örtlichkeit ist, sondern eine nette Sache, die Örtlichkeiten haben können, manchmal haben, manchmal mehr haben, manchmal weniger haben. Ich will vorher nur noch ein Beispiel bringen.
nämlich ich will den einpunktigen, nicht topologischen Raum, sondern die einpunktige Örtlichkeit definieren. Und zwar ist das dann per Definition einfach die Örtlichkeit, die zu dem einpunktigen topologischen Raum gehört. Ja? Ganz konkret ausgeschrieben, hat als Rahmen die Menge der offenen Teilmengen von dem einpunktigen topologischen Raum. Diese Menge hat auch einen Namen, die heißt Omega. Und das ist also die Menge aller Teilmengen von dem einpunktigen Raum. Der eine Punkt in dem Raum heiße Herzchen. Also P Potenzmenge von Herzchen. Menge aller Teilmengen davon. Warum drücke ich mich so gekünstelt aus? In klassischer Logik kann ich zeigen, dass es genau zwei Teilmengen davon gibt. Nämlich die leere Menge und das einsame Herz. Aber konstruktiv kann ich das nicht zeigen. Ne? Und ich will aber, dass alles konstruktiv durchgeht. Deswegen drücke ich mich hier ein bisschen geschwollen aus und sage, oh, was auch immer es für Teilmengen vom einsamen Herzen gibt. Das ist jedenfalls die einpunktige Örtlichkeit. Es gibt auch noch die leere Örtlichkeit. Das wäre die Örtlichkeit zum leeren topologischen Raum. Die hätte als Rahmen dann die Potenzmenge der leeren Menge. Und davon gibt es auch konstruktiv genau einen, nämlich wiederum die leere Menge. Vielleicht beschreiben wir es auch schnell. Beispiel, die leere Örtlichkeit hat als Rahmen folgende große Menge von Elementen. Nur ein Element, was wir Bottom nennen können, was wir aber auch Top nennen können. Ja? So wie beim Nullring auch, da ist 0 gleichzeitig gleich 1. Oder es gibt halt ein Element und das erfüllt die Funktion der 0 und die Funktion der 1. Und so ist es beim Rahmen zur leeren Örtlichkeit auch. Hat genau ein Element und dieses Element erfüllt die Rolle von Top, es erfüllt die Rolle von Bottom, es erfüllt die Rolle vom Join von oder vom Meet von Bottom und Bottom. Ihr könnt jetzt erraten, wie die Definition aussehen wird, von was ein Punkt von der Örtlichkeit ist. Das wird eine Definition sein, sodass, wenn wir überall in der Definition das Wort Örtlichkeit, das Wort topologischer Raum ersetzen, dass wir dann eine Neucharakterisierung von den normalen Punkten von dem normalen topologischen Raum erhalten werden. Das wird also quasi nichts Radikales sein, die Definition jetzt. Ein Punkt einer Örtlichkeit x ist ein Morphismus von Örtlichkeiten. Und zwar ist es ein Morphismus von der einpunktigen Örtlichkeit nach x hinein. Überlegt euch, dass man damit das bekannte, vertraute Konzept von Punkten bei topologischen Räumen wiedergewinnt. Es ist nämlich auch bei normalen topologischen Räumen so, dass die topologischen Räume in 1-zu-1-Korrespondenz stehen zu den stetigen Abbildungen aus dem einpunktigen Raum raus in den Raum x hinein. Diese Abbildung würde dann das einsame Herzchen, auf halt irgendeinen Punkt aus x schicken. Das wäre die Korrespondenz. So, und die Menge pt von x aller Punkte von x, die wird zu einem topologischen Raum. Indem man etwas definiert, was ich lieber gleich dazu schreibe, wenn wir
wenn wir die Sprache ein bisschen vereinfacht haben, sodass das leichter geht. Ihr habt mit dem Satz also schon so ein bisschen dann gesehen, was der Zusammenhang zwischen topologischen Räumen und Örtlichkeiten ist. Wir haben die Kategorie der topologischen Räume, wir haben die Kategorie der Örtlichkeiten. Aus dem topologischen Raum können wir eine Örtlichkeit machen mit diesem Funktor groß L. Und aus einer Örtlichkeit können wir einen topologischen Raum machen mit dem Funktor PT, Punkte nehmen von. Okay, und das sind jetzt nicht irgendwie zueinander inverse Funktoren, aber das nächste Beste, zueinander adjungierte Funktoren. L ist links adjungiert zu PT. Und lasst mich das checken, ist ein bisschen peinlich, dass ich das nicht auswendig weiß, aber es war richtig. Und es gibt eine gewisse Untersorte von, ja, das können wir einfach jetzt definieren. Ja, lass das direkt jetzt noch definieren und dann besser fassen, wie man Zugang erhält zu den Punkten von der Örtlichkeit. Definition: Eine Örtlichkeit X ist genau dann räumlich, Englisch spatial, falls der kanonische Morphismus und lasst mich ausprobieren, was die Richtung ist von dem Punkt, in dem ist. Ich glaube so. L von Punkte von x nach x. Jo, das passt. Also es gibt einen bestimmten kanonischen Morphismus. Und falls der ein ISO ist, falls der also einen Umkehrmorphismus von Örtlichkeiten besitzt, dann heißt eine Örtlichkeit räumlich. Ja? Anschaulich gesprochen, jede Örtlichkeit hat einen zugehörigen topologischen Raum ihrer Punkte. Beim Übergang von der Örtlichkeit zu ihren Punkten kann viel Information verloren gehen. Wenn doch keine Information verloren geht, wenn also die Örtlichkeit, die man erhält, wenn man aus dem topologischen Raum der Punkte wieder eine Örtlichkeit macht, genau dieselbe ist, auf kanonische Art und Weise, wie die Örtlichkeit, mit der man gestartet hat, dann heißt diese räumlich. Es gibt ein Gegenstück, was manchen von euch bekannter vorkommen wird. Nämlich, man kann auch definieren, wann ein topologischer Raum irgendwie sich gut verhält bezüglich Örtlichkeit nehmen. Wenn man einen topologischen Raum X hat, dann kann man doch aus dem eine Örtlichkeit machen, das L von X, und sich dann von dem die Menge der Punkte anschauen, das ist wieder ein topologischer Raum, und man kann dann hoffen, dass derselbe topologische Raum rauskommt. Ist nicht immer der Fall, aber ist oft der Fall. Und für die topologischen Räume, für die das der Fall ist, die bekommen einen extra Namen, das sind nämlich genau die nüchternen Räume. Topologischer Raum X ist genau dann nüchtern, im Englischen sober, falls die kanonische stetige Abbildung von der gibt es wieder, von der werde ich wieder genau eine einfallen, wenn ihr versucht, die hinzuschreiben, von x in den topologischen Raum der Punkte der zu x gehörigen Örtlichkeit, jo, falls die ein Homeomorphismus ist. Also ein ISO von topologischen Räumen. Ist das wie im echten Leben dual zur Dichtheit? Dual zur Dichtheit? Achso, du meinst in einem witzigen Sinne. Ich kann dir einen Witz geben. Was macht man nämlich mit topologischen Räumen, die nicht nüchtern sind? Man nüchtert sie aus. Die Ausnüchterung eines topologischen Raums X ist ein neuer topologischer Raum, einer, der immer nüchtern sein wird, nämlich P
PT von L von x. Ja, es ist halt so, ich mache in einer Sekunde ein Beispiel, bei einem topologischen Raum ist es so, dass die Punkte, dass die offenen Teilmengen nicht unbedingt die Punkte eindeutig festlegen. Wenn doch, dann heißt der Raum nüchtern. Und eine Möglichkeit, oder die universelle Möglichkeit, einen Raum nüchtern zu machen, also das erfüllt eine universelle Eigenschaft, die du dir überlegen kannst, ist eben die Punkte zu vergessen und sich nur noch die offenen Mengen zu merken und sich dann zu rekonstruieren, was denn die Punkte sein müssten. Beispiel, folgender topologischer Raum ist nicht nüchtern. Jeder indiskrete topologische Raum mit größer gleich zwei Punkten, mindestens zwei Punkten, ist nicht nüchtern. Was war nochmal die indiskrete Topologie oder auch Klumpentopologie genannt? Das war die Topologie, lasst mich kurz klassisch sprechen, wo es genau zwei offene Teilmengen gibt, nämlich die leere Menge und der gesamte Raum, das wird ja auch gefordert, und sonst nichts. Das heißt, so ein topologischer Raum, der hat schon irgendwie ganz viele Punkte, aber das sieht irgendwie die Topologie nicht. Aus Sicht der Topologie gibt es die leere Menge und die gesamte Menge, welche dann offene Umgebung von jedem der Punkte ist. Die Topologie ist hier nicht stark genug, um die einzelnen Punkte voneinander zu trennen. Ja, Nüchternheit ist ein ganz, ganz schwaches Trennungsaxiom. Hausdorffräume zum Beispiel sind immer nüchtern. Und was wäre die Ausnüchterung von so einem Raum? Weiß es jemand von euch? Ihr habt alle Möglichkeiten, das zu klären. Die Ausnüchterung eines solchen Raums ist der einpunktige Raum. Wunderbar. Und in der Tat, der einpunktige Raum hat genau dieselben, hat genau denselben Rahmen von offenen Teilmengen wie so ein indiskreter Raum. Ich kann auch einen indiskreten Raum kann ich nicht wirklich hinmalen. Immer wenn ich den mich hinmale an der Tafel, dann ist der immer gleich schon im R2. Und Teilräume vom R2 sind automatisch Hausdorff, insbesondere nüchtern. Also das ist keine gute Skizze von so einem indiskreten Raum, weil ich hier denke, dass ich lauter kleine offene Mengen einzeichnen könnte, die halt die Punkte voneinander unterscheiden können. Das denke ich einfach, weil ich in der Lage bin, mit der Kreide kleine Kreise drum zu zeichnen. Aber diese kleinen Kreise, die zählen halt nicht dazu bei der indiskreten Topologie, bei der Klumpentopologie. Bemerkung. Zumindest in klassischer Logik gilt, jeder Hausdorff-Raum und Überraschung eventuell und jedes Schema ist nüchtern. Ich sage deswegen Überraschung, weil aus Sicht von einer gestandenen Punktmengentopologie sind Schemata, also die Untersuchungsgegenstände der algebraischen Geometrie, völlig pathologische Objekte, weil sie nicht Hausdorff sind. Dabei lernt man doch irgendwann, dass jeder gescheite Haus mindestens mal Hausdorff ist, vielleicht sogar eine topologische Mannigfaltigkeit ist oder sowas. Schemata sind das extrem selten, aber trotzdem sind Schemata noch nüchtern, ja? Zumindest in der klassischen Logik. Konstruktiv kann ich das nicht zeigen. Und was mache ich in dieser Situation? Ich setze einfach in der Definition von, was ein Schema ist, das dort vorkommende Wort topologischer Raum durch Örtlichkeit. Und schon habe ich die Theorie konstruktivisiert, ja, einer konstruktiven Behandlung zugänglich gemacht. Übungsaufgabe zeigt, dass in klassischer Logik wirklich jeder Hausdorff-Raum nüchtern ist. Ich habe eine kleine Frage. Bitte dann. Also klassisch kann ich zeigen, dass der Punkt ein terminales Objekt von Log ist. Geht das konstruktiv auch? Ja. Kriegst du hin. Das kann ich hier noch dazu schreiben. Diese Örtlichkeit, also die einpunktige Örtlichkeit, ja. Ich darf den Satz nur nicht mit PT anfangen, weil sonst würde ich den Satz mit dem Symbol anfangen lassen. Das ist schlecht. Und das habe ich hier schon gemacht,
war hier schon schlecht, aber ich werde das nicht zweimal in einem Beispiel machen. Diese Örtlichkeit ist in der Kategorie Log aller Örtlichkeiten Terminal. Meinetwegen gebe ich den Morphismus gleich an. Okay. Wir meinen jetzt drei Sachen. Erstens, ich beantworte Beans Frage. Zweitens, ich definiere, wann eine Örtlichkeit kompakt heißt, damit ihr ein Feeling dafür bekommt, wie einfach der Umgang mit Örtlichkeiten ist. Drittens, wir schauen uns an, wie man aus jeder geometrischen Theorie einen Raum basteln kann, eine Örtlichkeit. Okay. Also erstmal, wie zeige ich, dass die einpunktige Örtlichkeit wirklich terminal ist? Die Verbindung lebt weiter in euren Gedanken. Also zeige ich das, sei x eine beliebige Örtlichkeit. Ich muss jetzt zeigen, es existiert genau ein Morphismus von Örtlichkeiten von x nach pt. Ja? Und ich mache jetzt den Existenzteil. Gut, ich gebe also diesen Morphismus der Örtlichkeiten an. Was war nochmal Morphismus der Örtlichkeiten? Das war Morphismus von Rahmen in die andere Richtung. Also, das wird eine Abbildung sein in den Rahmen von x. Achtet darauf, das sind jetzt nicht unbedingt Ansammlungen von Teilmengen, weil x war ja irgendeine Örtlichkeit, kommt vielleicht nicht von einem topologischen Raum her. Und wo startet das Teil? Naja, beim Rahmen von der einpunktigen Örtlichkeit, also bei Omega. Lasst es ganz kurz klassisch machen, aber nur für einen Augenblick. Was sind denn die Elemente von Omega klassisch? Da gibt es zwei Stück, leere Menge und das einsame Herz. Die Bezeichnung stammt übrigens nicht von mir, sondern von einem Kommentator auf MathOverflow, nachdem ich das einsame Herz verwendet habe, hat er einen Namen dafür gegeben. Jedenfalls muss ich die jetzt irgendwo hinschicken und ich will, dass das alles monoton ist und so weiter, also lass es doch so schicken. Kleinste Element auf kleinste, das größte auf größte. Das ist dann ein Morphismus von Rahmen. So, bevor ihr mir aber... ich habe das wichtigste Axiom noch vergessen vom Rahmen. Das kommt jetzt gleich. Sehr gut, vielen Dank für die Frage, sonst wäre das jetzt nicht aufgefallen. Bevor ihr anfängt nachzuprüfen, dass das jetzt wirklich ein Morphismus von Rahmen ist, lasst es uns lieber nochmal konstruktiv die Definition neu hinschreiben, weil sonst müsst ihr irgendwie vier Fälle überprüfen oder keine Ahnung wie viele. Also, das ist schon richtig, was da steht, aber das fasst ja überhaupt nicht alles konstruktiv. Ich kann ja nicht zeigen, dass jedes Element aus Omega gleich dem oder dem ist. Allgemein ist halt ein Element aus Omega irgendeine Menge von Herzchen. Ja? Da könnte gar kein Herzchen drin sein, da könnte ein Herzchen drin sein, da könnte ein Herzchen drin sein, genau dann, wenn die Kontinuumshypothese stimmt. Also eine Menge M. Und die schicke ich auf ein Supremum. Das große Supremumszeichen deutet jetzt an, dass eine riesig große, überabzählbare Menge vielleicht kommt. Stattdessen kommt aber eine extrem kleine Menge. Nämlich eine Menge, die allerhöchstens das Element Top, das größte Element von U auf X, enthält. Und zwar enthält sie das Element Top genau dann, wenn M bewohnt ist. Kurzer Check, dass das genau dasselbe ergibt in diesen beiden Fällen, wie schon angegeben. Wenn M die leere Menge ist, dann ist es falsch, dass M bewohnt ist. Das heißt, diese Menge hier wird dann die leere Menge sein. Und das Supremum über die leere Menge ist in der Tat das kleinste Element, Bottom. Zweiter Fall, sei M bewohnt. Also sei M das einsame Herz, ja, dann stimmt die Bedingung hier. Das heißt, in dieser Menge liegt genau ein Element drin, nämlich Top. Und das Supremum über eine einelementigen Menge ist halt dieses eine Element.
Ist top. Also passt. Ist das entscheidbar? Nee, ist nicht entscheidbar. Das war nur der Anschauung halber zwei spezielle Fälle rausgegriffen. Aber ich kann nicht zeigen, dass jeder Fall einer von denen ist zum Beispiel oder so. Muss ich aber auch nicht. Ja, wenn ich einfach, wenn ich das jetzt nicht versuche zu illustrieren, sondern einfach dann versuche zu beweisen, dass man auf so einem Rahmen ist, werde ich niemals eine Fallunterscheidung brauchen. Geht einfach durch. Bitte ergänzt hier noch eine ganz wichtige Teil von dieser Definition. Das ist jetzt extrem peinlich. Also diese drei Sachen müssen gelten. Und ein Axiom muss erfüllt sein. Nämlich ein Distributivitätsaxiom. Beliebige Meets müssen über binäre Joins, beliebige Joins müssen über endliche Meets distribuieren. Also folgendes. U, Wedge, VI, sowas, muss dasselbe geben wie das da. Ich habe nicht immer Bock, nach dem großen Zeichen eine Menge hinzuschreiben. Manchmal möchte ich auch die Elemente dieser Menge so in der Indexnotation aufführen. Genau wie beim großen Schnitt und Vereinigungszeichen auch. Falls euch das verwirrt, dann schreibt euch hin, wie ich das meine. Wenn ich das da schreibe, dann ist damit gemeint, den Join über die Menge aller VIs, sodass I aus I ist. Halt über diese Familie. Ja? Okay, das möchte ich noch fordern. Das ist bei topologischen Räumen auch wirklich der Fall, denn da wissen wir ja, das binäre Meet ist einfach schneiden, das beliebige Join ist vereinigen und auf demselben LA1-Übungsblatt von damals habe ich auch gezeigt, dass das Distributivgesetz gilt fürs Schneiden und Vereinigen. Das würde sogar andersrum gelten für hier Vereinigung und dort, also hier Join und da ein riesiges Meet. Für Mengen würde das gelten, aber für den Rahmen von einem der offenen Teilmengen vom topologischen Raum wäre es wieder falsch. Einfach deswegen, weil da das große Meet nicht gegeben ist durch Schneiden, sondern durch das Kernnehmen vom Schnitt. Okay, also das ist noch ganz, ganz wichtig. Das ist auch die Schlüsselstelle dafür folgende Einsicht. Örtlichkeiten sind dasselbe wie Ringe. Das werden wir in der letzten Vorlesung vermutlich verstehen. Okay, lasst mich euch definieren, wann eine Örtlichkeit kompakt heißt. Ah ja, und dann müssen wir noch mal kurz schauen, wie wir Punkte besser handhaben können. Weil die Definition hier noch ein bisschen abstrakt ist. Wir können sie in Verbindung setzen mit einer anderen abstrakten Definition. Aber jetzt hier noch kurz eine Definition, weil eine Örtlichkeit kompakt ist. Eine Örtlichkeit x ist genau dann kompakt, wenn folgendes gilt, für alle Teilmengen m für jede Ansammlung, für jede Menge von offenen Dingen von x soll folgendes gelten, sollte der gesamte Raum überdeckt werden durch diese ganzen Sachen, die in M drin sind, dann soll eine Teilmenge N von M existieren, welche endlich ist, sodass die auch schon den gesamten Raum überdeckt. Die Definition ist genau so gemacht, dass die Örtlichkeit, die zu einem topologischen Raum gehört, genau dann kompakt ist, wenn der Raum kompakt war.
Also L von x ist eine kompakte Örtlichkeit. Genau dann, wenn x ein kompakter topologischer Raum ist. Seht ihr, das ist exakt dasselbe, weil für den Rahmen, der zu L von x gehört, ist ja das große Supremum dem einfach vereinigen. Ja? Vereinigung bilden über all die offenen Teilmengen, die in M drinstecken. Und die Aussage ist eben, wenn bei dieser Vereinigung die größte Teilmenge, also der Raum selbst, rauskommt, dann soll eine gewisse endliche Teilüberdeckung das auch schon schaffen können. Das ist also genau übersetzt. Was das euch jetzt zeigen soll, ist, dass man für viele Konzepte aus der Punktmengentopologie sofort Analoga finden kann in der Örtlichkeitstheorie. Das gibt, insbesondere halt für die Konzepte, die sich gar nicht mehr auf die Punkte beziehen, sondern nur auf die offenen Teilmengen, wie Kompaktheit. In der ganz normalen Anna-1-Definition von Kompaktheit, lass es Anna-2 sein, kommen nirgendwo Punkte vor. Es kommen immer nur Teilmengen von Punkten vor, offene Teilmengen. Und so eine Art Definition kann ich sofort immer übersetzen. Okay, dann nochmal kurz eine Proposition, wie man auch Punkte fassen kann. Und dann also noch ein sehr interessantes Beispiel zu, wie man aus geometrischen Theorien Örtlichkeiten bauen kann. Proposition. Die Menge der Punkte einer Örtlichkeit steht in kanonischer Bijektion zur Menge, kanonisch und natürlich, zur Menge der vollständig primen Filter von dem zugrunde liegenden Rahmen. So, was ist ein vollständig primer Filter von einer Partialordnung? Das ist jetzt nichts Spezielles, was auf Rahmen bezogen ist. Also ein vollständig primer Filter von einer Partialordnung, das ist eine gewisse Menge von Elementen von dieser Partialordnung. Sodass gewisse Eigenschaften erfüllt sind, nämlich ich gebe die Definition jetzt für Partialordnungen, wo gleich die ersten beiden Axiome erfüllt sind, sonst formuliert man das ein kleines bisschen anders, aber es muss uns nicht kümmern. Das größte Element muss in F drin sein, erstens. Zweitens, immer wenn zwei Elemente drin sind, dann auch ihr Schnitt, dann auch ihr Wedge, ihr Emit. Also wenn U und V in F drin sind, dann auch U Wedge V. Und drittens, bisher sind es nur die Axiome von einem Filter, jetzt noch, was es bedeutet, dass ein Filter vollständig prim heißt. Immer, wenn so ein Join in F liegt, dann liegt schon eines der Elemente in F. Dann gibt es ein U aus M, sodass U in F liegt. Insbesondere ist M nicht leer. Insbesondere ist M bewohnt. Jetzt hättet ihr gern ein Beispiel für einen Filter, für einen vollständig primen Filter. Da kennt ihr, kennt tausend Beispiele dieser Art, nur vielleicht noch nicht so explizit betrachtet. Beispiel für einen vollständig primen Filter wäre folgendes. Sei klein x0 ein Punkt eines topologischen Raums, dann ist folgende Menge f von Teilmengen ein Filter, ein vollständig primer Filter, nämlich das System all der offenen Umgebungen von x0. Dann ist das da ein vollständig primer Filter.
vom Rahmen der offenen Teilmengen von x. Schneller Check. Ja, der gesamte topologische Raum liegt hier drin, der umfasst x0. Zweitens, wenn wir zwei offene Umgebungen von x0 haben, dann ist ihr Schnitt auch eine offene Umgebung von x0. Drittens, wenn wir wissen, dass irgendeine Vereinigung von offenen Mengen x0 enthält, naja, dann tut schon eine dieser Mengen x0 enthalten. War schmerzlos, ja. Wie beweist man diese Proposition? Naja, man gibt diese Bijektion explizit an. Also Punkte von x zu vollständig prime Filter von u von x. Wir werden diese Abkürzung nie wieder brauchen, ja? Nur halt für jetzt gerade. Und zwar, was war nochmal ein Punkt? Ein Punkt war so ein Örtlichkeitshomo von der einen Punkt der Örtlichkeit nach x hinein. Und auf welchen vollständigen primen Filter schicken wir den jetzt? Auf die Menge all derjenigen offenen Dinge von x, so dass Folgendes gilt. Und um drauf zu kommen, was da gelten sollte, ist es hilfreich, sich nochmal anzuschauen, wodurch so ein f gegeben ist. Es ist gegeben durch einen Rahmenhomo, Rahmenmorphismus in die andere Richtung, also von u von x nach Omega. Dieser Rahmenhomo heißt dann f hoch minus 1. Okay, und die Bedingung lautet jetzt eben, dass f hoch minus 1 von u das Top-Element sein soll in Omega. So macht man, also jetzt kommen Nachrichten, dass das ein vollständig prima Filter ist. Da wird eingehen, dass dieser Rahmenhomo f hoch minus 1 beliebige Joints bewahrt. Sonst hat man keine Chance, diese vollständig Primheit nachzurechnen. Und umgekehrt können wir das auch angeben. Wenn wir einen vollständigen primen Filter haben, dann können wir daraus einen gewissen Punkt machen. Also einen gewissen Örtlichkeitsmorphismus von Punkt nach x. Wie sieht er dann aus? Um den zu spezifizieren, müssen wir den Rahmenhomo spezifizieren. Also müssen wir das da jetzt auf ein gewisses Element von Omega abbilden. Omega war die Potenzmenge der einelementigen Menge. Das heißt, das muss jetzt auf eine gewisse Teilmenge von der einelementigen Menge gehen. Und zwar geht es auf die Menge derjenigen Herzchen, sodass u in f liegt. Ist ein bisschen komisch, wenn man das nicht gewohnt ist, weil normalerweise kommt nach dem Strich immer eine Bedingung, die sich auf das bezieht, was vor dem Strich stand. Aber das ist kein Axiom von Mengenlehre, dass dem immer so sein muss. Man kann auch Mengen bauen, wo rechts einfach eine Bedingung steht, die mit dem vorderen nichts zu tun hat. Das macht man nur in klassischer Mathematik nicht, weil in klassischer Mathematik ist halt die Bedingung da hinten entweder wahr oder falsch. Und in beiden Fällen hätte ich mir es dann sparen können. Ich kann euch das gerade klassisch noch angeben, in klassischer Logik. U könnte in f sein oder u könnte nicht in f sein. Wenn u nicht in f ist, dann ist es halt die leere Menge und sonst das einsame Herz. Aber die Fallunterscheidung geht nur klassisch durch. Okay, und damit gewappnet können wir, also wir werden jetzt oft Punkte von Örtlichkeiten identifizieren mit dem zugänglichen vollständig primen Filter, weil der einfach ein kleines bisschen wenig Maschinerie erfordert. Der ist keine komplizierte Abbildung nach in eine Potenzmenge rein, sondern es ist einfach eine gewisse Ansammlung von Elementen, ja, mit drei Axiomen. Da können wir hier jetzt den topologischen Raum angeben, die offenen Mengen spezifizieren. Also eine Teilmenge u der Menge der Punkte von x ist offen, genau dann, wenn es ein offenes Ding gibt von der Örtlichkeit, so einen kleinen v, sodass das Groß U genau die Menge derjenigen Punkte ist,
welche in V liegen. So würde ich das gerne schreiben und das übersetzt sich auf offiziell wie folgt. Das ist die Menge derjenigen vollständigen primen Filter groß F, sodass V in F liegt. Für wen das gerade zu abstrakt ist, hier mit diesen verschiedenen Ebenen zu haushalten, dem empfehle ich, das einfach nochmal kurz selbst zu versuchen. Einfach 2 Minuten Zeit nehmen und sagen, wie würde ich denn jetzt offene Mengen darauf definieren? Und wenn ihr mit dem Gedanken einfach kurz spielt, kommt genau diese Definition raus. Falls ihr hier an die Inklusion in den Bidualraum erinnert seid, dann liegt ihr gar nicht falsch. Das hat viel damit zu tun. Bei der Inklusion im Bidualraum ist es auch so, dass sich irgendwie ihre Reihenfolge umdreht. Intuitiv hätte ich gerne den Punkt weiter links geschrieben als die Menge. Ich hätte gesagt, der Punkt liegt in der Menge. Ich habe es jetzt andersrum geschrieben, aber das ist alles konsistent so gemacht, dass es so passt. Jetzt kommt also noch ein Beispiel. Ein Beispiel, was ein motivierendes Beispiel sein soll. Also wichtiges Beispiel, so wichtig, dass wir das zu einer Definition erheben. Und also ich weiß nicht genau, wie viel Angst ihr davor gerade habt. Ja? Man muss die Proposition halt noch beweisen, ne? Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber der Beweis ist halt trivial, wenn ihr eine Möglichkeit habt, euch zu konzentrieren. Dann rechnet ihr halt nach, dass die zueinander invers sind. Und müsst vorher wohldefinierter zeigen, also dass das wirklich ein Filter ist und dass das wirklich ein Rahmen ist. Aber es muss man halt 12 Axiome nachklappern. Ihr seid alle erwachsen, ihr kriegt das hin, wenn ihr das wollt. Und sonst akzeptiert es einfach. Ich habe ja all die Zeugen angegeben. Ja, ich habe die Zeugen der Existenz der Bijektion angegeben, indem ich Abbildung und Umkehrbildung gegeben habe. Jetzt fehlen nur noch Eigenschaften, die nachzuprüfen sind. So, Definition. Sei MathBBT eine propositionale geometrische Theorie. Was ist das nochmal? Also so eine Theorie hat was für Sorten? Gar keine. Darauf bezieht sich das Wort propositional. Dem gegenübergestellt wäre Prädikatenzeug irgendwie, wo wir dann Sorten haben, sodass wir dann auch vielleicht auch über die Sorten quantifizieren können. Eine propositionale geometrische Theorie hat keinerlei Sorten. So, dann hat sie irgendeine Ansammlung von atomaren Formeln. Keine Ahnung, Phi I. Das kann irgendeine Menge von atomaren Formeln sein. Wieder im krassen Gegensatz zu früher, als wir also an Foundational Systems interessiert waren, ja, da gab es irgendwie 2, 3 atomare Formeln, irgendwie Gleichheit war vielleicht atomar und vielleicht gab es die in die Relation. Es gab auf jeden Fall mal endlich viele. Ja. Und jetzt kann das irgendeine Menge von Formeln sein, von atomaren Formeln. Wir haben einfach jetzt andere Sachen damit vor als früher. Okay, und was sind die erlaubten Junktoren? Das sind Top, Bottom, Wedge und beliebige Disjunktion, beliebige mengenindizierte Disjunktion. Das ist auch etwas ganz Neues, was wir vorher so nicht hatten. Das hat einfach einen Grund, wenn ich gerade eine Theorie aufstellen will, mit der ich dann formale Mathematik beschreiben kann oder sowas, dann kann ich mir nicht erlauben, die Disjunktion über eine gesamte Menge von Formeln hinschreiben zu dürfen. Weil ich muss ja erstmal Mengenlehre definieren. Das habe ich am Anfang ja nicht zur Verfügung. Am Anfang habe ich nur rein syntaktische Zeichenketten zur Verfügung. Jetzt sind wir aber an den Foundational Issues nicht mehr interessiert, sondern wir arbeiten einfach in einer guten Mengenlehre, konstruktiv, aber sonst Mengenlehre oder irgendwie Typentheorie, etwas Starkes. Da habe ich halt
große Ansammlung von Sachen zur Verfügung, große Mengen zur Verfügung. Und jetzt möchte ich auch erlauben, dass man die Disjunktion über eine ganze Familie von Formeln bilden darf. Okay. Und dann darf so eine geometrische Theorie, propositionale geometrische Theorie, irgendwelche Axiome haben. Und zwar eine beliebige Menge von Axiomen, nicht unbedingt eine endliche Liste oder so, sondern eine beliebige Menge von Axiomen. Und zwar Axiome immer von der Form Phi Turnstile Psi. Wobei Phi und Psi Formeln sind, die man überhaupt in dieser Sprache formulieren kann. Und zur Erinnerung, Formeln, die man in dieser Sprache formulieren kann, heißen geometrische Formeln. Daher der Name geometrische Theorie. Okay, und dann noch die üblichen Schlussregeln. Das sind also genau die Schlussregeln von Gentzens Kalkül natürlichen Schließens, bis auf die Schlussregeln für alle und Existenzquantor, weil die beiden Quantoren gibt es ja gar nicht. Und die Regel für, also auf Seite 1 des Übungsblatts, wo eben die Schlussregeln draufgeführt sind, da ist keine Schlussregel aufgeführt für die große Distinktion, nur für Binäre. Aber es lässt sich ganz mühelos übertragen und das ist dann die richtige Sache. Also seit T eine propositionale geometrische Theorie. Ich schreibe hier MathBBT statt T, um das unterscheiden zu können von so einem Top-Element. Ich finde das nicht ganz optimal, weil normalerweise will ich Sachen, die sich oft ändern werden, so Variablen, die im Lauf von der Vorlesung auch mal 7-mal verschiedene Werte haben, nicht nur eine MathBB-Auszeichnung gönnen. Aber andererseits, sonst wäre es einfach zu gefährlich, weil man es mit Top verwechseln würde. Ich folge hier Olivia Caramello, die das auch mit MathBB macht. Okay. Dann ist die Lindenbaum-Algebra von T folgende Partialordnung. Ich nehme einfach die Menge aller Formeln von der Theorie her. Phi mit der Eigenschaft Phi ist Formel über T. Da dürfen also die atomaren Formeln Phi I vorkommen. Und außerdem alles, was ich bilden kann mit Top, Bottom, binärem Wedge und beliebigen Distributionen. Und dann teile ich noch eine Äquivalenzrelation raus. Sonst wird das gleich keine Partialordnung, sondern nur eine Quasi-Ordnung, was auch nicht so schlimm wäre, aber wir haben jetzt alles für Partialordnung gemacht. Nämlich definieren wir, dass Phi zu Psi äquivalent sein soll, genau dann, wenn sowohl die Sequenz Phi bedingt Psi ableitbar ist, als auch andersrum. Zur Erinnerung, das war also eine kurze Weise für Phi bedingt Psi und Psi bedingt Phi. Kontext ist immer leer, muss auch sein, denn wir haben keine Sorten. So, wenn das eine Partialordnung ist, dann müssen wir auch definieren, was die kleine Gleichrelation drauf sein soll. Und wir definieren, die Äquivalenzklasse von der Formel Phi soll als kleiner gleich gelten wie die Äquivalenzklasse von der Formel Psi, wenn Phi Psi bedingt. So, das ist also eine Partialordnung und die ist sogar ein Rahmen. Das Top-Element, das ist nämlich die Äquivalenzklasse von der Formel Top. Das Bottom-Element wäre die Äquivalenzklasse von der Formel Bottom, muss ich nicht hinschreiben, ist dann nämlich eine Konsequenz. Das binäre Miet von zwei so Elementen ist die Äquivalenzklasse zu der Konjunktion der beiden. Hier vorne ist es das binäre Miet in der Partialordnung, hinten ist es einfach das logische Und von Formeln. Und
hier ist es ähnlich, das Supremum über folgende Menge von Elementen für jedes kleine I aus groß I jeweils dieses Element ist, kann man nachrechnen, dass das dann stimmt, ist die Äquivalenzleistung folgender einzelnen Formel, die Formel, die halt so ein großes Disjunktionszeichen enthält. Für die Freundinnen von Mengenlehre unter euch, macht euch klar, warum auf dieser Zeile implizit das Auswahlaxiom eingegangen ist, zum Hinschreiben dieser Zeile. Und wie man die Zeile auch hinschreiben könnte, sodass das auch ohne Auswahlaxiom durchgeht. Jedenfalls ist es sogar ein Rahmen. Weil es ein Rahmen ist, können wir durch den Standpunktwechsel auch eine Örtlichkeit erzeugen. Die Örtlichkeit zu diesem Rahmen ist die klassifizierende Örtlichkeit von T, von der Theorie T. Und ich will mal probieren, dass wir das wie folgt, dass wir diese Örtlichkeit jetzt immer so schreiben werden. L von T, locale zu T. Es gibt aber auch die Schreibweise Set, Kategorie der Mengen, adjungiert T. Und das ist auch eine sehr schöne Schreibweise. Mal schauen, was sich bei uns so durchsetzen wird. Man kann also zu jeder propositionalen geometrischen Theorie einen Raum erschaffen, nur halt keinen topologischen Raum, sondern eine Örtlichkeit, deren offene Teile genau die Formeln von der Theorie sein werden. Ich will jetzt nur noch ein Beispiel geben und nicht mehr eine weitere Definition bringen. Wir könnten definieren, was ein Modell von der propositionalen geometrischen Theorie ist. Haben wir eigentlich auch schon gemacht. Und dann käme raus, dass die Punkte von dieser Örtlichkeit genau die Modelle der Theorie sind. Und das ist eine wunderschöne geometrische Anschauung. Ja, wir haben also einen Raum, dessen einzelne Punkte sind die Modelle von der Theorie. Und offene Teile sind halt gegeben durch so Formeln. Und das können wir uns dann vorstellen als, so einen offenen Teil können wir uns vorstellen als den Ort derjenigen Punkte, als die Menge derjenigen Punkte, wo dann diese Formel eben gelten wird, als die Menge derjenigen Modelle, die genau diese Formel erfüllen. Wenn offene Teile immer kleiner werden, dann legen sie immer genauer ein bestimmtes Modell fest. Eventuell ein einzelnes Modell wirklich, aber oft wird es immer noch Spielraum geben. Das werden wir alles noch besser verstehen, aber ich will gerade ein Beispiel noch machen, damit ihr nicht ohne Beispiel nach Hause geht. Beispiel, das ist jetzt zu Ehren von Matthias, denn der hat sich damit in seiner Bachelorarbeit recht viel beschäftigt. Sei T die Theorie eines Dedekindschen Schnitts. Sorten gibt es natürlich keine, aber atomare Formeln gibt es recht viele. Nämlich es gibt phi Qs, je eine so eine atomare Formel für jede rationale Zahl. Und dann nochmal psi Qs, auch nochmal je eine Formel für jede rationale Zahl. Und Axiome sind zum Beispiel folgende. Top erzwingt, dass eines dieser phi Qs Gültigkeit hat. Oder phi Q erzwingt phi R. Das ist je ein Axiom für alle, für Q und R in Q mit R kleiner gleich Q. Oder, lasst mich noch eins aufschreiben, phi Q bedingt Disjunktion über
ganz viele rationale Zahlen, und zwar nur Zahlen, die größer sind als Q, phi r. Dann nochmal drei analoge Axiome für Psi und dann nochmal zwei gemeinsame Axiome für beides. Und ich nehme an, ihr kennt das schon so ein bisschen. Das sind genau die Axiome für den Dedekindschen Schnitt, nur umformuliert in ein bisschen formalerer Sprache. Wir stellen uns phi Q, stellen wir uns vor, als Q liegt in L. Und Psi Q stellen wir uns vor, als Q liegt in U, dem oberen Teil, upper, von Dedekindschen Schnitt. Und diese Axiome beschreiben dann, oder drücken genau unseren Wunsch aus, dass sich diese Formeln genauso verhalten wie die Elementbeziehung von eben einem echten L und einem U von einem Dedekindschen Schnitt. Zum Beispiel eben, dass der immer bewohnt ist, dass der nach unten abgeschlossen ist und dass der nach oben offen ist. Immer wenn Q in L liegt, dann liegt auch irgendein R in L, wobei R ein bisschen größer ist als Q. Okay, und dann werden die Punkte von dieser Örtlichkeit sein, die Punkte von dieser Örtlichkeit werden in kanonischer Projektion stehen zu den reellen Zahlen mit Dedekindschen Schnitten gebaut. Das ist also eine Möglichkeit, die reellen Zahlen einzuführen, gleich mit ihrer richtigen Topologie, gleich mit der euklidischen Topologie. Man schreibt nur hin, was eine reelle Zahl ist, nämlich ein Dedekindschen Schnitt. Und dann sagt man, okay, dann betrachte ich jetzt die Örtlichkeit von dieser Theorie, die klassifizierende Örtlichkeit von dieser Theorie. Und nächstes Mal werden wir zum Beispiel sehen, dass sich das besser verhält konstruktiv als die Menge der Dedekindschen reellen Zahlen, weil letzteres ist halt nur die Punktmenge, nicht der zugrunde liegende Raum, nicht die Örtlichkeit. Und wir werden diverse weitere Sachen machen, werden auch Topoi einführen. Aber jetzt will ich aufhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.